Dann wird die Scherbe am ersten Mal. Ich sehe nichts. Hallo? Ah, ich bin drauf. Na super. Schon wieder so eine Scheiße. Du bist ein Amateurbogenschütze. So, okay. Ich muss hier aber nur runter. Wer tötet mich? Niemand tötet mich. Exekutionen sind meine Spezialisierung. Was? Alter, was geht bei dir falsch? Küsschen. Sag das Küsschen da. Oh oh. Ah! Alter. 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 Wie kann man denn so hart daneben schießen? So, ihr geht mir auf die Nerven. Wow. Kopfschüssen, sagen sie, ja? Wollen sie. Hier ist ein Kopfschuss. Na, denkst du? Da will ich sehen. Oh, wer ist denn jetzt fertig, hä? Du oder ich? Alter. Ernsthaft? Und ich muss nachladen. Schalala. Wie jetzt? Party over? Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Okay. Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Ja, Mann, korrekt, Digga. Das machst du super. Gramps, du bist der King. Na! Finden Sie einen Weg. Was? Finden Sie einen Weg in die Festung der Solari. Ich muss zu dem Palast. Ja. Ich guck mal, wie ich da hinkomme, ne? So, die kann ich mal wieder alle looten. Bergungsgut. Ich habe ja vorhin so viel ausgegeben wieder. Da wird es ja mir wieder Zeit, dass ich hier ordentlich belohnt werde. Mit ein bisschen Bergungsgut. Gut, dass die Jungs so viel dabei haben. Da. Wunderbar. So komme ich hoch. Boah. Ist euch eigentlich aufgefallen? Eigentlich ziemlich groß, die ganze Sache. Kletter, 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 kletter. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab sie. Nein, hast du nicht. Scheiße. Korrekt. Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Roth. Ja?
Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Ross. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche, näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Da oben war doch jemand. Oh, mehrere. Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Na dann, Malera, an die Arbeit. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Ist doch super. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, Ausweichkonto. Konter. Ich hab Sam und die anderen da reingebracht. Ich hol sie wieder raus. Überleben. Was haben wir hier denn? Klettergewandtheit verbessert ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Schutzzellen zu vermeiden. Orientierung. Setzen Geschäftsleiter, um versteckte Objekte zu finden. Das brauchen wir noch nicht, da wir noch nicht alle Secrets suchen. Drücken Sie nach einer harten Landung Umschalt, um den Schaden zu verringern. Außerdem wird die Klettergeschwindigkeit erhöht. Beim Umschalt drücken, dann fliege ich da runter. Da habe ich Angst vor. Da kam ich her, da muss ich lang. Nies ich. Oh Gott, tut mir leid. Okay, jetzt kann ich weitermachen. Scheiße. Tut mir leid. Tut mir leid. Mach ich nicht extra. Der Palast ist ja irgendwie richtig zerstört hier. Wow, shit, schaff ich das? Ich schaff das! Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Soll ich ausschalten? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Warum? Ich kann ja einfach wegschnitzeln. Keine Sorge. Ich decke dich den ganzen Weg. Wie kann ich eigentlich sneaky sein? Ich habe schon voll verlernt, sneaky zu sein. Mit SDRG kann ich sneaky sein. Okay. Um Leuten einfach so zu töten, so, ja. Ich wollte nur gucken, was hier oben in der Truhe ist. Ja? Was? Nicht aufmachbar? Are you kidding me? Schade. Okay. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Okay, okay. Das wird, oh. Das ist tricky. Schickt uns zu dem Uni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Oh. Okay. Ich hab mich safe. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Lara, hoch da. Oh, das ist ja interessant jetzt. Halt, nicht bewegen. Sie sehen mich. Man will nicht auf das Spiel hören. Das ist irgendwie schon... Nein, das ist bei mir angeboren. Einfach nicht hören. Einfach sagen, oh nee, das geht so nicht. Doch, das geht so. Im meisten Fall geht's ja auch so, aber irgendwie jetzt gerade nicht. Okay, dann halt nicht. Halt, nicht bewegen. Sie sehen dich. Ja, guck mal, man kann sich das Leben auch einfach machen, aber Lara wollte ja auch nicht weiterlaufen. Ist aber echt so, Lara wollte ja auch unbedingt... Oh ja, beruhig dich. Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Jetzt gehe ich hoch. Ja, sieht... Lara, pass auf! Ich spreche
dir das gelingt! Ergib dich! Nein! Haha, als ob ich mich nicht dran festhalten würde. Ich habe die E-Taste schon längst bereit. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Yo, bin unterwegs. Scheiße. Das hat meinen Plan natürlich ein bisschen geändert. Das ist natürlich etwas scheiße jetzt, ne? Würde ich sagen. Oh, da kommen so viele Leute her. Das gibt's doch nicht. Aber für Lara ist es kein Ding. Sie schafft alles. Okay, ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ross. Und ich komm zurück. Versprochen. Na, bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet im Palast. Das könnte, wow, natürlich interessant werden. Ich finde, dass sie sieht mit dem Koller, mit dem Koller. Wie komme ich von Feuer auf Koller? Das sieht mit dem Feuer immer voll lustig aus, irgendwie, finde ich. Ja. Und aus damit. Richtig, Lara. Gucken, was wir hier haben. Niemand bleibt zurück. So. Scheiße. Ich hasse immer zwei Wege. Gespaltene Wege sind immer scheiß Wege. Aber hier gibt es einfach nur, glaube ich, diese Frucht, ne? Ja. Das war das Einzige, was man hier holen kann. Hm? Brauche ich hier was? Nein. Okay, Lara holt automatisch ihren Bogen raus. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Hey, ist das nicht... Oh, Alter, seid ihr bescheuert? Boah, ich bringe euch alle um. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Alter, wie die einfach in die Fresse hauen, das gibt's nicht. Diese Huren. Ne, da kann man das gar nicht ausdrücken. Also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! In den Thronsaal.